Die sogenannte deutsche Frage wurde mit der ebenso sogenannten Wiedervereinigung 1989 ganz offensichtlich gelöst. Das ist zumindest offizielle Lesart. Wenige Wochen vor der Wende hatte die SPD für ihren Parteitag noch vorgesehen, das Wiedervereinigungsgebot aus dem Grundgesetz zu streichen. Und der wiederum sogenannte Kanzler der Einheit hat dann alles ordentlich geregelt und aus dem 17. Juni einen immer mehr verkommenen Feiertag noch in der alten BRD wurde dann der 3. Oktober. Eigentlich alles klar und geregelt. Dass es sich aber in der Tat lohnt, bei Gründung von BRD und DDR und der gesamten Entwicklung der Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges etwas genauer hinzusehen und dass das Ganze bis heute eben alles andere als geregelt ist, sondern Auswirkungen auf die Politik hat, das wird Gegenstand des folgenden Gespräches sein. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Wenn wir uns anschauen, wie sich die Nachkriegspolitik entwickelt hat, dann ist ja Schlüsseldokument, ein Strategiepapier, was in einer sehr deutlichen Form die Einbindung der Westzonen in die amerikanische Einflusszone zum Ziel hatte. Als du mir das geschickt hattest und ich mir das durchgesehen hatte, war ich überrascht, in welch einer krassen Deutlichkeit hier eine Spaltungspolitik betrieben wurde. Um was geht es dabei? Es geht um das Buch von Wilhelm Röntgen. Ja. Er hatte seine Emigrationszeit zuerst in der Türkei verbracht, später in der Schweiz. Und er hatte dort ein Buch geschrieben, Die deutsche Frage. Und das Buch ist im Januar 1945 erstmals veröffentlicht worden. Es hat dann in fast allen großen Weltsprachen weite Verbreitung gefunden und ist auch in Deutsch rasch in mehreren Auflagen erschienen und enthält ganz genau, fast millimetergenau, es könnte einem kalt werden, wenn man das liest, die gesamte Geschichte der deutschen Spaltung als Prognose vom Jahre 45 her gesehen und mit einer ganz genauen Begründung. Modern ausgedrückt würde man sagen, er sah das von vornherein als Systemauseinandersetzung an, wo der Westen seine Kräfte mit dem größten Teil von Deutschland, nämlich Westdeutschland, mit den Westzonen verbindet, gegen die Sowjetunion und ihre Verbündeten. Und er rechnete sich als Wirtschaftswissenschaftler aus, dass die Sowjetunion über kurz oder lang diesem Wettstreit erlegen sein würde. Und dass der Westen also diesen Wettstreit gewinnen kann. Und erst dann dürfe die deutsche Frage gelöst werden. Nicht früher. Jegliche frühere Verfassungsdiskussion, jegliche Diskussion über deutsche Einheit sah als Gefahr an. Er sprach sich entschieden für die Härte der Spaltung aus an der Linie der Saale und der Elbe. Er sprach direkt von Limes und ermunterte sozusagen die Westmächte und auch die westlichen Politiker, die westliche deutsche politische Klasse dazu, nach diesen zwei Weltkriegsniederlagen sich voll unter amerikanische Fittiche zu begeben. Das kam bei den Westmächten zunächst nicht an, denn die hatten alle ihre eigene Nachkriegspolitik konzipiert. Die Amerikaner am bekanntesten ist da geworden der Morgenthau-Plan, ja, der vorsah, dass Deutschland in mehrere Teile zerspalten wird. Also hier ist also eine Skizze des Morgenthau-Plans. Ja. Ja, da sieht man also, dass eine norddeutsche Zone, eine süddeutsche Zone gebildet werden sollte, dass eine internationale Zone im Ruhrgebiet etabliert werden sollte und dass das Saargebiet an Frankreich abzutreten ist. Ferner sah Morgenthau vor, dass Deutschland ein Agrarland
von ackerwirtschaftlichen und weidewirtschaftlichen Grundlagen werden sollte. Das war natürlich ein barbarischer Plan. Denn man muss sich mal vorstellen, wie das deutsche Volk in der Größenordnung, wie es damals existierte, von vielleicht 60, 70 Millionen, auch mit nur Agrarwirtschaft hätte ernährt werden sollen. Ja. Das wäre gar nicht gegangen bei dem geringen Territorium, das nach den Grenzveränderungen auch des Zweiten Weltkriegs übrig geblieben war. Es war also irgendwie von vornherein klar, dass das würde nicht umsetzbar sein, auch wenn alle anderen Implikationen. Und in der Nachkriegszeit gab es in den Zeitungen die Diskussion, etwa 10 Millionen deutsche Frauen zu sterilisieren, um also den Bestand des deutschen Volkes drastisch zu reduzieren. Das war so ein Ausläufer des Morgenthau-Plans. Das war nicht durchführbar. Auch bestimmte Vorstellungen, die die Engländer hatten, die nicht konform gehen konnten mit dem Morgenthau-Plan, weil das natürlich auch ein Hieb gegen die britische Wirtschaft gewesen wäre, wenn Deutschland ein Agrarland geworden wäre. Und als Partner ausfiele. Ja, ganz klar. Ja. Aber die Engländer waren natürlich stark abhängig von den Amerikanern. Sie hatten ja jede Menge Kredite aufgenommen. Sie konnten ohne die amerikanische Unterstützung gar nicht existieren. Ja. Ihr Weltreich brach zusammen. Sie mussten vorsichtig sein. Trotzdem, Churchill hat ja als Sieger im Zweiten Weltkrieg, und da hatte er genügend Selbstbewusstsein, deutsche Truppen noch eine Weile in Form von Dienstgruppen und Aufbaubataillonen aufrechterhalten. Hat auch die Dönitz-Regierung noch eine Weile am Leben erhalten, weil er hoffte, noch ein Zusammengehen mit den Deutschen gegen die Rote Armee organisieren zu können. Das war ihm dann völlig aus der Hand geschlagen, weil er ja während der Potsdamer Konferenz abgewählt wurde und die Labour Party an dem Truman der Nachfolger wurde. Ja. Nee, Attlee. Attlee, genau. Attlee, genau. Attlee Truman war Nachfolger von Roosevelt. Ja. Die Franzosen machten, obwohl gezwungen waren, der verstärkten kommunistischen Partei Rechnung zu tragen und sie in eine Regierung in der Nachkriegszeit mit aufzunehmen, machten zunächst so weiter wie nach dem Ersten Weltkrieg. Sie hatten Pläne, eben das Saargebiet anzugliedern, zu annektieren praktisch, was sie dann also wirtschaftlich auf jeden Fall erstmal bis Mitte der 50er Jahre machen konnten. Auch andere Teile. Sie gründeten die Universität Mainz, die den Auftrag hatte, frankreichhörige deutsche Kader auszubilden. Diese Politik passte nicht mehr in die veränderte Zeit. Jetzt könnte man wieder das Wort der Systemauseinandersetzung hinein. Aber Frankreich war so schwach, dass es auch immer auch einen Blick auf die sowjetische Politik hatte und einige Dinge auch hoffte, mit Hilfe der Sowjetunion klären zu können. Was in der Besatzungspolitik interessant ist, französische Offiziere, das waren ja eben auch Kommunisten. Insofern gab es da Ähnlichkeiten. Auch in der Sozialpolitik gab es Ansprechpunkte. Also es war klar, dass sich erst eine westliche Politik formieren musste. Und diese Politik formierte sich mit heraufkommendem Kalten Krieg ab, sagen wir mal, 1946 beginnend. Dann allmählich praktisch die Annäherung an eine veränderte Nachkriegspolitik, dominiert von den USA. Die anderen waren mit Marshallplan dann auch im Grunde genommen letztlich auf das amerikanische Diktat angewiesen. Sie konnten es nicht zurückweisen, sodass mit Bildung der B-Zone und der Tri-Zone eben genau das, was Röpke konzipiert hatte, die westlichen Zonen zusammenzuführen, sie in ein westliches Bündnis einzubinden, ein Atlantikblock zu schaffen, das, was ja dann mit der NATO-Bildung passiert, und eine Aussöhnung mit den Deutschen, also sie nicht allzu stark einzuschränken in ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten und einen entsprechenden Lebensstandard relativ rasch entfalten zu können, sodass die alle Deutschen, auch die im Osten, vergleichen konnten. Also diese
Diese Politik von Röpke war sehr überlegt auf den Sieg des Westens in der Auseinandersetzung auf deutschem Boden getrimmt. Und Konrad Adenauer, der mit seinem Konzept lieber das halbe Deutschland ganz als das ganze Deutschland halb, der ging natürlich gern auf Röpkes Angebot ein. Ja. Du hast jetzt, was sehr erstaunlich ist, beschrieben, dass Röpke 45 diese Denkschrift oder diese Publikation herausbringt und dort schon eine Systemauseinandersetzung definiert. Das Überraschende ist, dass das für mich extrem früh ist. Also der Konflikt zwischen den Siegermächten war ja als Systemkonflikt dann noch gar nicht in dem Form erkennbar. Aber ganz offensichtlich ging es ihm völlig unabhängig von auch der deutschen Frage selber darum, das Potenzial, was die Amerikaner jetzt unter ihre Kontrolle gebracht hatten, auch wir Engländer und Franzosen, auf jeden Fall für die in Europa ja raumfremde amerikanische Macht zu sichern. Also an sich unter dem, ich sag mal, einem europäischen Gedanken, wie auch vom deutschen Gedanken brauchen wir gar nicht zu reden, aber auch unter einem europäischen Gedanken ja etwas Komisches, dass man sich eine politische, militärische Macht hier nach Europa reinzieht, die dort überhaupt nichts zu suchen hat. Ja. Aber war das so antikommunistisch und antirussenmäßig eingestellt? War das so der Hintergrund seines Denkens? Ja, also Röpke ging von der Totalitarismusdoktrin aus, die ja, wenn man also Stalinismus und Stalin ins Blick nimmt, irgendwie auch verständlich wird. Also diese Position, er machte sich ja nichts vor. Er hatte ja auch in der Türkei gelehrt, also dicht als Nachbar der Sowjetunion. Also der wusste ziemlich gut Bescheid. Und er sagte sich, die Sowjetunion kann mit diesem Agrarsystem, darauf berief er sich, also diese Kolchosen und die Sowjosen, seien also nicht in der Lage, den politischen und ansonstigen Anspruch, den die Sowjetunion hatte, langfristig zu tragen. Und da wissen wir ja ziemlich genau, dass die Sowjetunion sehr lange nur mit Gold, mit reinem Gold, amerikanischen Weizen in Größenordnung eingekauft hat. Das hat sich ja dann bestätigt. Und 89, 90 haben die Russen gehungert. Die letzte Politbürositzung der SED beschäftigte sich als ersten Tagesordnungspunkt mit dem Punkt Lebensmittelversorgung von Leningrad. Den stand also das Wasser bis über die Ohren. Und da machen die sich einen Kopf, wie die Leningrader wohl mit Nahrungsgütern versorgt werden können. Das ist 89 der Fall gewesen im November. Ja, ja. Also Röpke ist durch die Fakten bestätigt worden, was aber nichts sagt gegen eine sozialistische Agrarwirtschaft. Musterbeispiel DDR. Sie war viel produktiver als die sowjetische. Ja, die Lebensmittelversorgung der sowjetischen Großstädte zum Schluss konnte nur noch durch die DDR gesichert werden. Das ist also ganz zweifellos typisch russisch, hängt auch mit der dortigen geschichtlichen Tradition der Obtschina zusammen, dieser ewigen, jahrhundertelangen sozusagen Dorfgemeinschaft. Diese russischen Bauern blieben Mujiks. Auch in der Sowjetzeit. Sie verstanden es nicht so wie anderswo, die Produktivkräfte in der Landwirtschaft zu entfalten. Das hatte der ganz richtig beobachtet und gewusst, wenn sich da nichts ändert, dann ist mit der ganzen Sowjetunion über die lange Frist der Geschichte nichts. Und das russische Problem wird sich lösen. Schreibt er ja in dem Buch. Ja. Ja, er schreibt nicht nur, dass das russische Problem sich quasi lösen wird, sondern das Interessante ist, dass da könnte man sich ja auf den Standpunkt stellen, gut, dieses Wirtschaftssystem taugt nichts, die kriegen
die Versorgung ihrer Menschen nicht geregelt. Alles gut. Ob Recht oder nicht Recht, ist auch nochmal dahingestellt. Aber der Ansatz, im Prinzip zu sagen, wir wollen es mit dem westdeutschen Teil denen so richtig zeigen und das so richtig vorführen und auf die Art und Weise gegebenenfalls auch noch beschleunigen, das ist etwas, was ja nochmal ein anderer Ansatz ist. Man hätte die ja, wenn man so will, in auch rein politiktheoretisch in ihren eigenen Saft schmoren lassen können, ohne dass es zu einer Spaltung hätte kommen müssen. Also ihm war ja ganz offensichtlich an der Hochgeschwindigkeit gelegen, mit dem dieses System zusammenbricht und das auf Kosten auch des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Ja, also er sagte, diese Linie Elbe-Saale, das ist der neue Limes. Ja. Und wir wollen überhaupt nichts tun, was das Gesamtdeutsche anbetrifft. Das dient nur den Russen. Und das ist ja haargenau dann die Adenauer-Politik gewesen. Ja. Haargenau. Und wir müssen also, wenn wir uns das noch mal zu Bewusstsein führen, die ganze deutsche Zeitgeschichte eigentlich verändert betrachten. Alle die Bewegungen, die so taten, als ob vom Westen her doch etwas für die Einheit getan wird. Wir können jetzt ja nur, vorhin wurde der 17. Juni angesprochen, was vom 17. Juni alles für Märchen erzählt worden sind. Als ob der 17. Juni kurz vor der deutschen Einheit stand. Das hat ja aber Herbert Wehner schon, sagen wir mal, ad absurdum geführt. Ich glaube, am 1. Juli war die nächste Bundestagssitzung. Da hat er vorgeführt, was das Kanzleramt mitgeteilt hat. Die ostdeutschen Arbeiter mögen bitte doch berücksichtigen, dass die Westintegration auf der Tagesordnung steht und nicht die deutsche Einheit. So schnell geht das nicht. Also es kamen Warnungen in Richtung Ostberlin und hinterher wurde dann so gefeiert, als sei das Datum der deutschen Einheit. Also solch ein Mumpitz. Ja? Also es hat im Grunde genommen nur propagandistische Bewegungen in der Richtung gegeben. Der Forschungsbeirat für Fragen der Wiedervereinigung Deutschlands mit Riesenpropaganda bis 1974 betrieben, sollte vorgaukeln, es würde eine Wiedervereinigungspolitik betrieben. Es, auch das gesamtdeutsche Ministerium, gesamtdeutsche Institut, das ja irgendwann dann auch wirklich ehrlicherweise auch einfach abgeschafft wurde, weil es dann auch keine Aufgabe mehr hatte, war ein genau solches Propagandaministerium. Da wurden keine Pläne und keine Vorbereitungen getroffen, sondern das ging wirklich um PR. Ja. Und wenn die CDU sich in ihren Wahlkämpfen hingestellt hat und hat Deutschland in Grenzen von 37 gezeigt und dann dreigeteilt niemals wählt CDU, dann hat das mit der Politik Adenauers nicht das Geringste zu tun. Das war alles Verarschung. Ja, und da muss man ja daran erinnern, das ist sehr gut, mit Deutschland in den Grenzen von 37, das war auf den Fernsehbildschirmen an jedem Abend bis Anfang der 70er Jahre hat man Deutschland in den Grenzen von 37 gesehen. Und die Politik, die da betrieben worden ist, ist natürlich nicht ohne unbewusstes Zutun von Stalin betrieben worden. Denn der Osten, das, was dann die DDR wurde, die sowjetische Besatzungszone, hat natürlich nicht ohne Zutun Stalins die Hauptreparationslast aus diesem Zweiten Weltkrieg zugeschoben bekommen. Aber es ist nicht sofort passiert, denn ganz verantwortlich war ja, auch nach Potsdamer Abkommen, waren alle vier Zonen für diesen Zweiten Weltkrieg. Warum kam es dazu, dass die Reparationsgebiete aufgeteilt wurden? In Ostzone und auf der einen Seite und dann die Westzone auf der anderen Seite. Dazu kam es, weil Stalin einen anderen Verlauf der Oder-Neiße-Grenze zusammen mit den Polen in Geheimvereinbarung und sowohl mit der Londoner Exilregierung als auch mit dem Lubliner Komitee, also mit den polnischen Kommunisten,
ausgemacht hatte, als es in Jalta von den drei Mächten, also Roosevelt, Churchill und Stalin, ausgemacht wurde. Ja. Dort hieß es, die Oder-Neiße-Grenze sollte die Oder-Grenze sein, also ohne den Links-Oder-Teil von den großen Teil von Stettin und Swinemünde, den Stalin ja dann auf Wunsch der Polen mit dazu nahm, und die westliche Neiße, sondern die östliche. Die östliche Neiße, genau. War vorgesehen. Und was hat Stalin gemacht? Stalin hat vor der Potsdamer Konferenz in Schwerin mit Polen Vereinbarungen durchgeführt, die also besagten, also Stettins Swinemünde kommt dazu und die westliche Neiße. Das war eigenmächtig, das war ein Risiko für ihn, denn er wusste nicht, ob er das in Potsdam bestätigt bekommt. Und um das in Potsdam bestätigt zu bekommen, in den Formulierungen, die wir hier vielleicht nicht wiederholen brauchen, die wir aber wiederholen könnten, musste Stalin auch ein Zugeständnis machen. Und das Zugeständnis war, er musste eine Kröte schlucken, dass die Aufteilung der Reparationsgebiete in Ostzone und Westzone passiert. Und damit war klar, dass die Hauptreparationslast auf der späteren DDR lag. Auf diesen kleineren Teil verschoben wird. Und bestimmte berechtigte Ansprüche der Sowjetunion und auch Polens auch gefährdet wurden, weil ja die wirtschaftliche Stärke dieses kleinen Territoriums nicht ausreichte, um nur einen Bruchteil der Schäden, die dort angerichtet waren, wieder auszugleichen. Ja. Und so war klar, dass in der Systemauseinandersetzung, die Röpke hier richtig konzipiert hatte, dass der Schwarze Peter am Ende bei Stalin wieder lag. Obwohl man ja bei Stalin sagen muss, dass noch im Krieg, ich sage nur Stichwort Nationalkomitee, aber auch danach, insbesondere in der Auseinandersetzung dann um die Frage der stärkeren und dann eben vollzogenen Westintegration ab 1949, er immer wieder, das geht sogar über seinen Tod hinaus, immer wieder auch die deutsche Frage zum Thema erhoben hat. Ich denke jetzt nicht nur an die Stalin-Noten, sondern es war ja schon ein ständiges Thematisieren. Ja. Und ich erinnere mich noch an eine Fernsehsendung des DDR-Fernsehens, als die, das war dann 55 oder 56, als dann die Bundeswehr mit ihren Uniformen an die Öffentlichkeit trat, dass das DDR-Fernsehen voller berechtigter Kritik und Häme gesagt hat, das sind Abziehbilder der Amis, und unsere nationale Volksarmee wird mit deutschen Uniformen auftreten. Also das war eigentlich eine Sache, die sich kontinuierlich als Thema weiter durchzog. Ja, ja, da hatte ja die DDR schon schlechte Erfahrungen mit den Abziehbildern der Uniform der KVP, die Abziehbilder von der Uniform der Roten Armee waren. Und die KVP war ja beim 17. Juni zum Beispiel überhaupt nicht gut angekommen. Das war schon von den DDR-Deutschen vollends sozusagen in Faschist geraten. Und dann machten die einen mutigen Schritt mit der Nationalen Volksarmee, wurden deutsche Uniformen gezeigt, in Abgrenzung von den amerikanischen der Bundeswehr. Genau. Ja, so. Das war klar. Aber ja, man muss sagen, Stalin hielt sich ja selbst für einen großen Spezialisten für das Thema nationale Frage. Er hatte in der Auseinandersetzung mit den österreichischen Sozialdemokraten 1912 einen Artikel geschrieben über die nationale Frage. Und der musste ja auch überall zitiert werden. Und er war der, so glaubte er jedenfalls, der kompetente Mann. Und er hat also darauf gedrängt, auch gegen Widerstände in der sowjetischen Führung, die zeitweilig den Spaltungsplänen der Amerikaner und der Briten für die deutsche Nachkriegszeit zugestimmt hatte, aber das nur bis zum Kriegsende. Dann hatte Stalin veranlasst, dass eine Losung, die er zu Kriegsbeginn mal ausgegeben hatte, dass das deutsche Volk, der deutsche Staat bestehen bleibt. Die Hitlers kommen und gehen. Ja, ja, ja.
Genau. Aber das deutsche Volk, der deutsche Staat bleibt. Ja. Ja. Das wurde dann auch als Losung überall plakatiert. Und davon ging er aus. Er hat also fest, also das war wahrscheinlich letztlich ganz klar eine Fehleinschätzung. Er glaubte, die Deutschen werden eine Spaltung nicht zulassen. Er hat bei all diesen Zusammenkünften, Volkov hat das hier aus dem Präsidentenarchiv hier in dem Buch Stalin wollte ein anderes Europa dokumentiert, er hat bei den Zusammenkünften mit der SED-Führung von 47 bis 52 immer wieder darauf bestanden, das deutsche Volk wird sich nicht zerreißen lassen. Sie werden den Amerikanern Widerstand entgegensetzen, die sie unterdrücken. Und das war natürlich eine Fehleinschätzung. Nach dem Narzissmus, wo der Patriotismus der Deutschen überstrapaziert worden war, war die Grundstimmung der Deutschen in Ost und West nationaler Nihilismus. Wobei ich das bei Schumacher nicht so sehen würde. Also ja. wenn jetzt die Weichenstellung statt Adenauer Schumacher hätte, glaube ich, ich meine, das ist jetzt natürlich sehr spekulativ, aber Stalin auch einen Ansprechpartner für seine gesamtdeutschen Pläne gehabt. In Schumacher schon, in Adenauer natürlich nicht. Das stimmt, das stimmt. Aber Adenauer war ja zum Bundeskanzler im September 1949 mit einer Stimme Mehrheit gewählt worden. Mit seiner. Also das war haarscharf an Schumacher vorbei entschieden worden. Und das waren dann ja die Machtverhältnisse. Und Stalin hat sich mit dieser Vorstellung eben, es war eine Fehleinschätzung. Ja. Und es gab da auch eine Zusammenkunft, wo es eine ziemlich scharfe Konfrontation mit Grotewohl gab. Grotewohl hat eine Einschätzung der Lage in Deutschland vorgenommen, die aus meiner Sicht man heute nicht realistischer vornehmen könnte, nachdem wir alle Quellen zur Verfügung haben. Nämlich, dass die Spaltung im Westen von der Hauptmasse des Volkes akzeptiert wird. Ganz klar, mit allmählich in Gang kommenden Wirtschaftswunder sahen die, dass es ihnen auf die Weise gar nicht schlecht ging nach der Währungsreform. Nicht sofort, das dauerte ein, zwei Jahre. Aber dann machten die ja ihren Frieden mit der Spaltung. Und das wollte Stalin nicht einsehen. Er belehrte dann Grotewohl von oben herab. Man muss auch das sehen, was man noch nicht sehen kann. Aber das hat sich eben nicht verwirklichen lassen. Stalin hat auch darauf gedrängt, dass die DDR nicht dasselbe macht wie die Volksdemokratien. Also die DDR durfte ab 1949 nach der Gründung nicht sofort den sozialistischen Aufbau verkünden, wie Tschechien oder Polen oder Bulgarien und so, sondern sie mussten zurückhalten. Es waren von einigen Kriegsgefangenen, die aus der Sowjetunion zurückkamen, die dort die Kolchosen gesehen hatten, waren schon voreilig einige LPG gebildet worden in verschiedenen Gebieten der DDR. Die mussten wieder aufgelöst werden. In der Richtung durfte nicht vorangeprescht werden. Er hat da ganz stark drauf geachtet. Es musste praktisch die Möglichkeit zu einem Deutschland, ähnlich strukturiert wie die Weimarer Republik, politisch neutral, die Möglichkeit offen bleiben. Und er musste kurz vor seinem Tode akzeptieren, dass diese Möglichkeit eigentlich nicht mehr aktuell war. Hm. Nicht? Und das haben natürlich dann Leute wie Ulbricht genutzt, um ein bisschen vorschnell mit der zweiten Parteikonferenz den Aufbau der Grundlagen des Sozialismus zu verkünden. Nur bei Ulbricht ist ja auch noch eine Sache insofern interessant. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das mir Wolfgang Seifert oder Leonhard erzählt hat, dass Ulbricht dann später den KPdSU-Leuten immer auf den Keks gegangen ist damit, dass es noch Hausaufgaben zu machen gäbe. Während die sich also dann schon eher, also vor allem Brezhnev, eingefunden hatten in der Blockspaltung letztendlich, war bei ihm so eine gewisse
Hausaufgaben, wir sind hier noch nicht fertig und an sich haben wir den Sozialismus überhaupt erst in der Hälfte und die gesamte Aufgabe ist etwas, was noch bleibt. Ich weiß nicht, ob das jetzt mehr Propaganda war, aber auch da hatte ich den Eindruck aus deren Schilderungen, dass bei ihm das so noch innen drin war, da sagt es, wir sind mit unseren Aufgaben, was das gesamte Deutschland betrifft, noch nicht fertig. Mhm. Während der Westen von der Grundausrichtung, dann spätestens auch die SPD mit dem Godesberger Programm, sich komplett in dieser Spaltung zurechtgefunden, eingelebt hatten. Und wie du sagst, dieses ganze 17. Juni-Zeug, das war irgendwie lächerliche Propaganda. Oder man hat das so ein bisschen noch geklappert für die Vertriebenen und so, mhm. damit die meinen, da würde man noch irgendwas tun. Aber im Grunde genommen waren die Pläne und die Weichen und auch die innere Einstellung schon längst Spaltung, Haken dran, erledigt. Naja, zumal ja die Westintegration noch nicht vollendet war. Es gab ja noch dieses EVG-Projekt. Ja. Und das musste ja erst 1954 im August scheitern an der französischen Nationalversammlung. Und dann gab es ja diese blitzschnelle Entscheidung, Einbeziehung der Bundesrepublik in die NATO. Und damit war dann klar, dass die deutsche Spaltung auf lange Frist bestehen würde. Und man hat dann auch in Kauf genommen, dass der schwächere Teil bei offener Grenze, der ausbluten würde. Klar. Und das war dann auch irgendwie auch westliche Strategie sozusagen so ganz nebenbei. Zur bedingungslosen Kapitulation den Osten zu zwingen, in Bezug auf den ostdeutschen Teil. Im Sinne auch dieser röpkischen Formulierung. Ja. Also dass die Russen wirklich kontinuierlich ins Hintertreffen geraten. Und das wird man ihnen richtig vorexerzieren. Und insofern passt das natürlich dann genau zu diesem Konzept. Ja, ja. Und nun kommt ja dazu, dass die Russen zwar als ein Ergebnis des 17. Juni gezwungen waren, im August auf die restlichen Reparationen zu verzichten. Da gibt es ja eine Note. Ja, ja, ja. Und sie mussten auch Devisenkredite zur Verfügung stellen. Was für sie, das ist ja 7 Jahre nach diesem Krieg, und sie haben ja nach dem Krieg gehungert. Da sind ja Leute, da sind ja in Größenordnung Menschen verhungert in der Ukraine. Dass sie ihren Lebensstandard noch später wieder auf Kosten der DDR. Die DDR bekam jetzt das Prä in der Erhöhung des Lebensstandards. Aber wir wissen ja heute ganz genau, dass sie das nicht ganz ehrlich und offen und sauber gemacht haben, sondern es sind Sonderkoeffizienten eingeführt worden für den Unterhalt der sowjetischen Truppen, für die Verrechnung bei der Wismut und für sowjetische Waffenlieferungen an die Nationale Volksarmee und die anderen bewaffneten Verbände. Sonderkoeffizienten, die bedeuteten, dass die DDR praktisch bis 1989/90 versteckte Reparationen bezahlt hat. Bei Waffen soll zum Schluss der Koeffizient Rubel und DDR-Mark bei 1:24 gelegen haben. Da muss man sich mal vorstellen, was da eine MiG 29 gekostet haben mag. Das ist ja den Menschen in der DDR nie mitgeteilt worden, aber es ist viel Nationaleinkommen in den sowjetischen Hochrüstungskurs abgenommen worden. Auch sämtliche SAG-Betriebe, die ja angeblich geschenkt worden sein sollen, mussten noch bezahlt werden. Die letzten Zahlungen sind 1990 erfolgt. Ja. Ich würde gerne noch mal, weil wir uns ja auch schon mal über einen großartigen Philosophen und Denker der DDR unterhalten haben, noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Als Röpke dieses Papier gemacht hat, hat er quasi eine Antwort von Wolfgang Harrich bekommen. Ja. Und da gibt es eine Auseinandersetzung. Das einfach auch um hier noch mal Referenz, dass es eben auch Denker gibt, die hier anders gedacht haben und die eben nicht einen Unterwerfungskurs unter dem Westen propagiert haben. Was war die Position von Wolfgang Harrich? Der Harrich hatte gerade vom Kurier, vom französisch lizenzierten Kurier, zur täglichen Rundschau gewechselt. Er war 23 Jahre alt,
und hatte sich sehr aufgeregt darüber, dass Rudolf Pechel, der Herausgeber der Deutschen Rundschau, dieses Buch von Röpke über den grünen Klee gelobt hat. Und er hatte praktisch dann eingeschlossen auch die Totalitarismusdoktrin. Das brachte Haarig vollends in Harnisch. Er nannte ihn ein Feind des Friedens. Er hielt ihm vor, dass er diese Westallianzbildung bevorzugt gegenüber einer deutschen Einheit. Und er warf ihm vor, er hätte in der Nazizeit Propaganda für die zur antisowjetischen Propaganda für die Nazis gemacht. Pechel hatte die Deutsche Rundschau fortgeführt. Er musste bestimmte Methoden des Verschachtelns finden in geschichtlichen Figuren, aber auch in der Polemik gegen Gestapo, gegen die NSDAP. Also sprach er praktisch die ganzen kritischen Probleme mit Gestapo stellte dann als eine Figur GPU dar. Mhm. Oder KPDSU und NSDAP. Also, dass er schon öfter mal in Konflikt kam, weil die sagten, der meint doch gar nicht die, der meint doch uns. Und irgendwann hat er auch mal in blanker Sprache gegen Goebbels polemisiert. Und das brachte ihm dann Sachsenhausen ein, KZ. Später Ravensbrück. Dann kam es zu einer Verhandlung, Gerichtsverhandlung 1944, dann wurde er wieder freigelassen, weil man keine substanzielle Basis für eine Verurteilung fand. Also er war ein bürgerlicher Antifaschist, Rudolf Pechel. Haarig tat ihm damit Unrecht. Pechel antwortete in der Deutschen Rundschau mit einem damals sensationell geltenden und bis heute in der Literatur eine Rolle spielenden Artikel gegen Haarig, von Himmler zu Haarig. Mhm. Und da bezeichnete er ihn als ein Intellekt auf zwei Beinen, ein Homunculus, und der also genauso demagogisch argumentieren könne wie Himmler. Also das ist die Polemik, die aber letztlich zeigt, dass Haarig machte hier ja schon praktisch sowjetische Politik oder Ideologie. Dass Haarig und auch die sowjetische Seite das, was hier vorlag, gar nicht begriffen hatten. Sonst hätten sie ernster sich damit auseinandersetzen müssen. Das nicht nur rein so ideologisch. Ja, ja. Das ist sicherlich das eine. Das andere ist, wenn man, lass mich diesen Friedensfeind-Vorwurf einfach noch mal, dass man da noch mal genau hinguckt. Diese Konfrontation, die jetzt dann hier wirklich mitten durch Deutschland lief und die, das war ja dann auch später Gegenstand dieser Havemann-Initiative an Brezhnev, die beinhaltete natürlich die grundsätzliche Möglichkeit, dass es hier kracht. Und wenn es an diesen Blöcken, und da hat sich weder der Westen noch der Osten irgendwas geschenkt, wenn es da gekracht hätte, wären wir hier Schlachtfeld gewesen. Also die Kriegsgefahr nach einem so furchtbaren Zweiten Weltkrieg, mit der so leichtfertig umzugehen, indem man jetzt hier die nächsten Hass- und Konfrontationsgebiete aufbaut, dieser Vorwurf, den finde ich schon absolut zutreffend. Also die Gefahr, dass wir hier à la Firewall von Maggie Thatcher, dieses Land hier komplett in Schutt und Asche gelegt worden wäre, wenn an der Schraube eben auf beiden Seiten Leute, die eben von Frieden nicht viel halten, damit umgehen, die war schon da. Und je dichter das aufeinander gerückt hat, desto krasser. Ja, bloß wir wissen ja jetzt, die Sache hat ja stattgefunden, ja, diese enorme Zuspitzung, sowohl beim 17. Juni als auch beim Mauerbau. Dass im letzten Moment dann die Großmächte, also Moskau und Washington, zurückgezuckt haben. Nicht? Also beim 17. Juni gab es dann den Auftrag, keine Waffen unter die Streikenden und Demonstrierenden von Washingtoner Seite.
Adenauer, Kanzleramt, sagten, also erst Westintegration, nicht so schnell die deutsche Einheit, was der Wehner ihnen dann um die Ohren schlug. Beim Mauerbau, da gab es ja, was jetzt meinen Kollegen im Westen offenbar sehr schwerfällt, der Strauß hat ja in seinen Memoiren eine ganz wichtige Angelegenheit gelüftet, der westlichen Politik. Da gab es also ein atomares Ultimatum, ein geheimes atomares Ultimatum an die Sowjetunion. Wenn sie ihr Ziel, einen separaten Friedensvertrag, verwirklichen und praktisch das, was auch Ulbricht wollte, der wollte ja keine Mauer, das hat er ja richtig gesagt im Juni 1961. Das fällt den Leuten ja auch so schwer, anzuerkennen, dass das die Wahrheit war. Und dass das Gegenteil von dem, was man heute verkauft. Er wollte nämlich Schönefeld zum Zentralflughafen für ganz Berlin machen. Das hätte nämlich gesichert, dass die DDR die Westberliner kontrolliert bei der Einreise in ihr Territorium oder Ausreise. Das wäre ja ganz im Interesse auch der Berliner, Ost und West gewesen und auch überhaupt von Deutschen. Das zu verhindern, gab es ein atomares Ultimatum für den Fall, dass das gemacht wird. Und es ist jetzt belegt, dass es ja von der Roten Armee schon Abfangstaffeln gab, wenn Flugzeuge illegal einfliegen. Das hat ja auch eine Note gegeben. Man muss sich ab 1. August bei der DDR, bei den offiziellen Instanzen, mit dem Flug anmelden, dass die dann runtergeholt werden, dass sie runtergedrückt werden und kontrolliert werden. Wenn das gemacht wird, dann würde eine amerikanische Atombombe auf ein sowjetisches Objekt in der DDR geworfen werden. Nachzulesen bei Franz Josef Strauß in den Memoiren von 1988. Das ist schwarz auf weiß gedruckt in einer Riesenauflage. Das ist ein Geheimnis des Westens, das Strauß sich gestattet hat zu lüften. Und man nimmt es nicht zur Kenntnis. Das zwang, Khrushchev hat das dann Kroll, dem Moskauer Botschafter der Bundesrepublik, gesagt. Und dass das Krieg bedeutet hätte und man musste in den sauren Apfel beißen, eine Landlösung, die dann sich vom Stacheldraht zum Mauer entwickelte, was für das deutsche Volk, hat so Khrushchev gesagt, eine ziemliche Zumutung ist. Darüber sei er sich im Klaren, aber es wird nur so lange Bestand haben, wie die Bedingungen, die für die Schaffung das erzwungen haben, bestehen. Es wird keine Dauerlösung sein. Ja. So hatte Nikita Khrushchev das gesagt. Völlig klar, also die Dinge liegen völlig klar auf dem Tisch. Man nimmt es nicht zur Kenntnis. Also wenn das bedeutet, auch wenn wir jetzt nochmal in die Frage BRD und DDR-Gründung gehen, dass, du hast schon gesagt, dass die frisch gegründete DDR im Grunde genommen andere Auflagen bekam als die anderen Volksdemokratien, dass das diese Gründung, die ja hier im Westen, das habe ich so den Blödsinn in der Schule noch gelernt, als so der Vollzug der Spaltung, war es eine Antwort Stalins auf eine Entwicklung, die er eigentlich gar nicht wollte und das Ganze als Lösung auch noch eher ungeliebt. Ja, ja. Wilfried Loth hat sein Buch genannt Stalins ungeliebtes Kind. Damit hat er die richtige Charakterisierung vorgenommen. Stalin wollte die DDR nur als Provisorium akzeptieren. Die Volkskammer, die erste, die 1949 im November konstituiert wurde, nannte sich Provisorische Volkskammer und die Regierung Provisorische Regierung der DDR. Weil man hoffte, dass sich noch Möglichkeiten, die aber wir wissen vom Westen, ja offenbar bis zum Jahre 2099, wie das ein MAD-Chef in seinen Memoiren mitgeteilt hat, von seinem Geheimvertrag vom Mai 1949 über die Kanzlerakte. Jeder Kanzler der Bundesrepublik muss praktisch ein bestimmtes Papier unterzeichnen gegenüber den Alliierten,
wo die Vorbehaltsrechte festgelegt sind und wo auch festgelegt ist, dass die Alliierten, vor allem die Amerikaner, über die deutschen Medien die Entscheidungsbefugnisse bis zum Jahre 2099 haben und die deutschen Goldvorräte gepfändet sind. Wir wissen ja, dass die große Masse der deutschen Goldvorräte noch in Frankreich, in England und Fort Knox in den USA immer noch liegen. 26 Jahre nach. Also ob wir wissen, dass die da wirklich liegen, da wäre ich nicht ganz so sicher. Aber sie sind auf jeden Fall nicht hier. Ja. Sie sind weg. Ja. Fort, würde der Rheinländer sagen. Also wo die auch immer sein mögen. Aber das ist natürlich jetzt auch eine Granate. Denn auch dieses Buch, nicht von irgendeinem Verschwörungstheoretiker, sondern einem ehemaligen MAD-Vorsitzender. Ja, zeigen. Ja, ja. Das macht deutlich, dass die Kanzler, alle Kanzler der BRD, letztendlich Kanzler von Washingtons Gnaden sind. Ja. Ja. Wenn das bis 2099 gilt, gilt das, was jetzt nicht irgendjemand verwundern würde, natürlich auch für die Merkel. Ja, und das ist auch ja erschreckend. Die Amerikaner sind als Teil des alliierten Bündnisses zur Befreiung Deutschlands vom Faschismus hier nach Deutschland gekommen. Und man muss hier sagen, um offensichtlich nie wieder zu gehen. Ja, um eine mehrhundert, also deutlich anderthalb Jahrhunderte, wenn die 200, die 2099 dann wirklich das Enddatum wären, wären es anderthalb Jahrhunderte Besatzungsherrschaft. Ja, ja. Es ist unglaublich, was uns immer auch die Russen zugemutet haben. Das ist eine ganze Menge, aber sie sind weg. Ja, auf den kurzen Nenner kann man es bringen. Und es wundert Siegfried natürlich dann auch überhaupt nicht, wenn man diese, was du gerade zitiert hast, ja aus dem Buch von Komossa und diesem Staatsvertrag vom 21. Mai 1949, wenn das, dass die Medien bei uns so agieren, wie sie agieren, nämlich wie eine gleichgeschaltete Presse. Ja. Das ist dann auch ehrlicherweise nicht verwunderlich. Und ganz offensichtlich ist unverändert sichergestellt, wie auch immer, vielleicht durch irgendwelche transatlantischen Gesellschaften, man weiß, das ist ja mal rausgekommen jetzt bei den führenden Medienschaffenden ja, von FAZ und Welt und Zeit und noch einem dritten, dass das alles Atlantikbrückenleute sind und die natürlich den Job des Westens machen, also wie immer man das umsetzt, aber dass auf die Art und Weise eine gleichgeschaltete pro-westliche Politik und Medienlandschaft aufgebaut wurde. Aber das Neue ist eben, dass offenbar größere Teile der Bevölkerung das jetzt zu spüren beginnen. Ja, man hat den Eindruck, man muss ja nicht unbedingt dieses Wort der Lügenpresse erwähnen. Die Studentenbewegung hatte schon von Massenmanipulation gesprochen. Oder eine Tageszeitung schreibt, sie lügen wie gedruckt, wir drucken wie sie lügen. Also es scheint schon irgendwie also eine Stimmung dagegen in Gang zu kommen. Und ich denke schon, dass man hier endlich mal auch ein klares Wort der deutschen Regierung erwarten darf. Naja, wenn die deutsche Regierung vorher ihre Unterwerfungsunterzeichnung oder Unterwerfungserklärung unterzeichnet, glaube ich, wird man da vergeblich warten. Also, natürlich, nur es wird natürlich dann noch ein weiteres deutlich, dass ein Parlamentarier, der nach den Regeln des Grundgesetzes seinem Gewissen unterworfen sein sollte, und zwar nur seinem Gewissen, dass das auch nicht funktionieren kann. Entweder haben die alle kein Gewissen oder sie machen eine Politik, die genauso gleichförmig und pro-westlich in allen Fragen ist, weil sie es müssen, weil sie da die Weise. Es berührt ja fundamental deutsche Interessen. Wenn also jetzt auf diesen 22 Truppenstationierungsorten der US-Armee in Deutschland, wenn da also jetzt, ich weiß jetzt nicht, auf wie viel davon atomare Waffen, angeblich alte atomare Waffen, jetzt modernisiert werden, dann kommt natürlich, kommen diese Territorien in das Fadenkreuz sowjetischer, russischer Raketen. Ja. Russischer Raketen. Das ist ganz automatisch der Fall.
Und das ist doch eine ziemlich gefährliche Situation wieder. Abgesehen davon, dass ja auf dem vermeintlichen oder auf dem Papier vermeintlich die BRD den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben hat, also ein Lagern von atomaren Aggressionswaffen, und atomare Waffen sind immer Aggressionswaffen, egal auch, ob, wie immer man sie bezeichnen mag, schon dagegen verstieße. Also du dürftest auf deutschem Boden solches Zeug überhaupt nicht haben. Ja. Aber ja, und der 2+4-Vertrag, ja, wo das Territorium der DDR praktisch nicht von NATO-Truppen berührt werden soll. Aber Leipzig ist der Hauptumschlagplatz in Richtung Afghanistan. Ja. Also man sieht, auf die westliche Wertegemeinschaft ist offenbar, was Völkerrecht betrifft, kein großer Verlass. Und als ich ganz am Anfang gesagt habe, dass diese letztendlich ungeklärten Fragen bis heute ihre Auswirkung haben, oder die Weichen, die damals in eine bestimmte Richtung gestellt werden, Auswirkungen bis zum heutigen Tag haben, das wird dann jetzt deutlich, wenn wir amerikanische Atomwaffen bei uns lagern, wenn wir uns im Prinzip als NATO-Mitglied an sämtlichen Aggressionskriegen beteiligen, entweder direkt logistisch oder eben auch wirklich wie in Afghanistan mit Militär, dann wird ja auch hier deutlich, dass das weder mit Grundgesetz noch mit dem, auch mit dem, was die Menschen wollen, hierzulande. Man hatte uns bei der Herstellung der Einheit die Friedensdividende versprochen. Wo ist denn die? Man hatte auch blühende Landschaften, im Osten. Blühende Landschaften und alles, ja, ja, Mögliche. Also was da gelogen wurde, ist... Und die Rentenangleichung, die, ja, Herr Blüm versprochen hatte, nicht? Sie wird immer weiter nach hinten geschoben. Es wird kein einziger DDR-Rentner mehr leben, wenn die Rentenangleichung Ost erfolgt. Das ist die wirklich traurige Situation, ja. Wenn man jetzt das weiß, wenn man diese Dinge analysiert, und ich meine, du hast darauf hingewiesen, dass Strauß dann ist in seinen Memoiren wenigstens eine einzige Seite lesenswert und spannend, diese Dinge öffentlich gemacht hat, der MAD-General oder MAD-Chef, ehemalige Komossa, von einer Kanzlerakte spricht und von einer Verpflichtung aller Kanzler, sich dem Westen zu unterwerfen. Wenn diese Dinge offenkundig sind, dann fragt man sich natürlich so ein bisschen verzweifelt, wo ist denn eigentlich die politische Opposition in diesem Land, die auf diese Punkte hinweist? Das wären doch alles gerade vor dem Hintergrund der Tradition, um die es letztendlich hier geht, großartige Themen für die Linke. Ja, das ist eine völlig berechtigte Frage. Es hat Gregor Gysi einige Male im Bundestag darauf, ja, hingewiesen. Aber er ist im Grunde genommen, man hat nichts gesagt. Es bleibt folgenlos. Da frage ich mich, wo bleibt da unsere Demokratie, wenn so wichtige Fragen aufgeworfen werden und keine Antworten erfolgen? Ich erinnere mich auch an eine Fernsehstatement von ihm, wo er dann das Thema Souveränität angesprochen hat. Das musste jetzt endlich mal gut sein, und dann die Merkel aufgefordert hat, doch mal ein Machtwort zu sprechen gegenüber dem Westen. Das ist viel zitiertes, also auf YouTube ein viel zitierter und angeklickter Videoclip. Aber wie du sagst, völlig folgenlos. Also aber ich meine, wenn das Gesamtkunstwerk so ist, dass die Medien gleichgeschaltet sind und dass die Amerikaner da auch bis 2099 die Finger drauf haben, die Kanzler sich jeweils vorher unterwerfen müssen, die Parteien dafür sorgen, dass nur diejenigen, die in diesem Strom schwimmen, auch wirklich im Parlament nach oben kommen. Da hast du dann die Negativauslese der Ja-Sager ganz im Parlament versammelt. Dann muss man ehrlicherweise sagen, ist dieses System politisch natürlich in einer Weise auch stabil und hat sich bislang trotz mit Sicherheit, also einem gegenläufigen Votum der Menschen, bislang gut gehalten. Wenn du in den 50er Jahren die Deutschen befragt hättest, ob West, ob Ost, gefragt hättest,
ist der Beitritt der BRD zur NATO etwas, was Sie befürworten? Der Adenauer hätte wahrscheinlich, wäre kaum über die 5% gekommen. Also das wäre nie Wunsch der Deutschen gewesen, zu keinem Zeitpunkt. Man hat ja keine Volksbefragung zugelassen, ja, zu solchen Themen. Und das war natürlich genau kalkuliert. Man wusste, ja, bei einer Volksbefragung würde man ein negatives Votum bekommen. Letzte Überlegung, wenn man sich dieses Röpke-Thema und sein Papier anschaut, dass, als ich das gelesen habe, also 1945, jetzt haben wir 2016, das Bild des ebenso bösen wie unfähigen Russen hat in dieser Zeit über die Jahrzehnte bis zum heutigen Tag, zumindest in der Propaganda des Westens, nicht abgenommen. Da sind wir unverändert auf derselben Linie, ob das 45 ist, ob das 2016 ist. Und da passt dann George Friedman wunderschön dazu, der sagt, das Wichtigste für den Westen ist eben sicherzustellen, dass es keine Kooperation zwischen Deutschland und Russland gibt. Ja. Und damit haben wir gleichzeitig auch den Schlüssel. Das ist das Gute an dieser Aussage von Friedman. Es gab ja eine Zeit, wo über die Beteiligung an einem Krieg gegen Gaddafi diskutiert wurde, wo die deutsche Politik wahrscheinlich die letzte Phase der Westerwelle-Tätigkeit, ob deutsche Flugzeuge sich beteiligen an den Angriffen auf Gaddafi. Wir wissen, welche Folgen das hat. Ja, ja. Wir hören jetzt jeden Tag schlimme Nachrichten. Da hat man in der UNO Deutschland genauso gestimmt wie Russland und Brasilien. Nicht? Die BRICS-Staaten und Deutschland. Und wie berechtigt das war, das sehen wir jetzt. Hätten wir noch Gaddafi, dann würde nicht jeden Tag diese schlimmen Todesfälle im Mittelmeer passieren. Ja klar, er war die Sperre, das war der Deal, den er mit Berlusconi gemacht hat. Ja. Er hält im Grunde genommen Afrika. Er hatte auch eine vergleichsweise florierende Wirtschaft, konnte auch absolut vielen Afrikanern Arbeit bieten, ja, was ja Marokko auch heute macht. Ja. Von Marokko hören wir ja sowas jetzt nicht. Aber er musste weg, ja. Obwohl er vorher Unterwerfungserklärungen gegenüber dem Westen abgegeben hat, indem er sich freiwillig verpflichtet hat, keine Atomrüstung zu betreiben. Trotzdem wurde er dann am Ende auf mittelalterliche Weise getötet, nämlich gepfählt. Gefällt, ja. Ja, inzwischen hat Obama das für einen der schwersten Fehler der amerikanischen Politik definiert. Natürlich folgenlos, das immer erst nachher. Aber gut, wie auch immer. Nur das, ich sag mal, Positive, du hast auf den einen Punkt hingewiesen, ist, dass die Menschen in diesem Land anfangen, sich mit dieser Struktur der Außenpolitik und der Einbindung der BRD in den, oder Unterwerfung in den Westen zunehmend nicht einverstanden erklären. Also das ist sicherlich etwas, was sich im Augenblick ändert. Und das ist ein Hoffnungsschimmer immerhin. Und die Friedman-Aussage macht deutlich, in dem Moment, wo Deutsche und Russen zusammengehen, ist auch mit dieser weltweiten Politik, nicht weil wir sie militärisch gemeinsam verhindern, sondern weil wir einfach den Stecker ziehen, auch Schluss. Vielleicht müsste man hier auch mal daran denken, dass es vielleicht in den Führungskräften des Bürgertums, die sich 1945 nach dieser Niederlage so freiwillig unter den Mantel der Amerikaner begeben haben, vielleicht doch genügend Selbstbewusstsein inzwischen gewachsen ist, auch wieder mal selbst zu bestimmen im eigenen Land oder mitzubestimmen. Also deutsch-nationale Kräfte wirksam wären gegen diesen amerikanischen Imperialismus. Denn was anderes ist es nicht. Ja, ja. Ganz herzliches Dankeschön. Es macht immer wieder Spaß. Und vor allen Dingen auch deswegen, weil wir jetzt nicht irgendwie als Historiker gemeinsam in der Vergangenheit irgendwas rumrühren, sondern weil wir gemeinsam aufzeigen können, welche Implikationen bestimmte Entscheidungen haben
bis auf den heutigen Tag. Das ist das Besondere an einer solchen Geschichtsbetrachtung, die eben nicht irgendwie abstrakt und akademisch ist, sondern deutlich macht, wir haben heute die Probleme, weil damals die Weichen falsch gestellt wurden. Herzliches Dankeschön. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetseite www.geschichtsseiten.de ein. Und dann möchte ich gerne noch auf ein paar Publikationen hinweisen. Die eine, Hefte zur DDR-Geschichte 1989 und 1949, Versuche für ein anderes Deutschland, unter anderem auch mit einem Beitrag von Siegfried Prokop. Und dann hatten wir angesprochen, Stalin wollte ein anderes Europa, Moskaus Außenpolitik 1940 bis 1968. Und schließlich die Kanzlerakte von MAD-Chef AD-General Gerd Helmut Komossa, das verdeckte Spiel der geheimen Dienste, der ein Amtschef des MAD berichtet. In diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.